Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Elite Dangerous. Ja, wie auch immer. Willkommen. Wir sind, ja, Eintritt in den Arcadian Stream, immer noch in dem Bereich mit den Roten Riese. Allerdings haben wir gerade einer als Ziel, der ein paar Sprünge weiter entfernt ist. Und halt denke ich, bevor ich den nur irgendwie vergesse, fliege mal dort schnell hin. Da ist es überhaupt, die Roten Riese? Ich habe keine Ahnung. Das sieh mal. Genau, und wir schauen mal, was wir finden werden. Und dann ist mir nebenbei gerade aber was aufgefallen. Und zwar, das ist irgendwie... Ja, ich weiß wieso, aber ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt. Und zwar, Moment, wir scannen jetzt erstmal. Hier, wir haben doch selbst schon einen Rangaufstieg zu Genetiker gehabt. Und jetzt ist der Rang fast schon wieder voll. Was natürlich bedeutet, die Auszahlungen sind erhöht worden. Das hat ja jeder jetzt mitgekriegt. Aber die Ränge skalieren nicht mit. Und das ist ja irgendwie doof. Vor allem Denneki über, die halt jetzt zuletzt ihr Geologenrang hochgegrindet haben. Unter Schmerze und Tränen. Und jetzt machst du durch Emo-Ladung Abgabe und hast bald schon zwei Ränge oder so. Das können sie ja machen. Aber das sollte eventuell mitskalieren, die Ränge. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht hat sie noch zusätzlich reingepatcht, aber ja, dann hätte halt wieder die profitiert, die jetzt hier massiv Sache abgebe. Ich weiß ja auch nicht. Das hätte man, da hätte man so gleich dran denken. An sowas. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, wie das damals war. Es gab ja immer so auch so eine relativ gute Erhöhung von Explorer-Geld. Ob da auch die Ränge mit skaliert haben. Vielleicht mache ich dir das grundsätzlich nicht. Naja, okay. Wie dem auch sei. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein roter Zwerg. Okay, irgendwo muss noch ein B-Stern sein. Ach, guck mal, da ist er doch. Das Doggelums mal weg hier. So. Achso, doch, ja, wir sind fertig. Jetzt aber. Nichts. Dann fliehen wir weiter. Dann, oh ja, ein kleines Problem tut sich auf. Und zwar, es soll es ja noch vor Weihnachten Stream geben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Weil, wie wahrscheinlich bekannt ist, Weihnachten ist Samstag. Und Samstag streame ich ganz gerne. Sprich, Weihnachten 24 fällt aus logischem Grund raus. Weil ich doch uns überhaupt nicht in der Lage bin, zu streamen. Eventuell mal gucken. Nee, so schlimm ist es nicht. Und der Samstag davor, denn da kann ich nicht, das 17. Da habe ich was vor. Samstag danach ist halt bekanntlich Silvester. Das geht halt gar nicht. Und ich bin am Überlegen. Zwischendurch wäre eventuell Option. Allerdings könnte man es auch am 16. machen. Das ist freitags oder vielleicht am 22. Das ist donnerstags. Ja, auch eine Möglichkeit. Also, das sind beides Tage, wo ich noch frei habe. Donnerstags ist vielleicht für Suzuku ein bisschen blöd, weil nicht jeder hat halt so in der Woche vor Weihnachten frei. Eventuell auch direkt irgendwie, keine Ahnung, zwischen der Dart. Aber das wäre dann auch während der Woche. Aber ich glaube, da ist es relativ wahrscheinlich, dass viele heute frei haben. Mal schauen. Also, ich gebe auf jeden Fall noch vorher Bescheid. Muss ich mal noch überlegen, wie wir das dann hinkriegen. Aber Ausfall tut es nicht, zur Not zwischen den Tagen. Dann haben wir ja auch nichts. Was bist denn du? Sieht fast aus wie Wasserwelt, ist aber keine. Na, okay.
an ein roter Zwerg. Naja. Gut, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Sprünge. Mehr noch was zum Scannen und. Oh, Film-Updates vielleicht noch irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo wir das jetzt schon aufgehört haben. Wir gehen einfach mal von aktuell nach Vergangenheit und gucken, wie weit wir kommen. Gestern habe ich Pool Party Massaker geguckt. Der Name ist Programm. Das ist ein Low-Budget-Slasher sogar, der soll angeblich nur $6.000 kosten. Das sieht man auch. Also es ist nicht inszenatorisch auf der Höhe, so von der Ausstattung. Die Effekte sind zwar handgemacht, aber eigentlich sind schon nur immer ein paar Gedärme rausfalle und viel zu flüssiges Blut. Aber zumindest kein CGI. Kann man schon mal positiv hervorheben. Schauspielerisch ist da halt auch nicht viel zu wolle, weil das ist bei den Low-Budget-Produktionen meistens so. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen, ein paar löbliche, natürlich. Bei dem leider nicht. Und ja, aber das. Ich kann dem Film nicht so böse sein, weil er hat. Der Vorteil von dem Film ist sein Humor. Der ist zwar. Also, das ist mir Komödie wie sonst. Nee, Komödie nicht, ist halt. Slasher-Komödie halt. Es sterben doch ein Haufen Leute, aber. Die Dialoge sind. Hua. Der Humor ist wild, teilweise pubertär und ein bisschen drüber teilweise, aber irgendwie, es hat für mich gepasst. Es hat für mich absolut gepasst. Insofern kann ich den Film gar nicht so bösen, auch wenn er objektiv halt. Objektiv ist das kein guter Film. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich hatte schon mit ja. Filme, die halt professioneller waren, weniger Spaß. Insofern war das, denke ich, fast geboten in Ordnung für so Low-Budget-Horrorfilm. Muss man allerdings drauf stehen. Insofern habe ich bei Tubi TV geguckt. Braucht man hier VPN dafür, aber davor kostenlos. Bei denen muss ich mich immer austoben, die an schöne Sache, die ich immer gucken wollte. Genau, Kammerhan. Dann hat sich der Franklin noch gemeldet. Also mal. Und jetzt geht es ja schon fertig. Dann gab es am Freitag ein richtiges Highlight. Richtig guter Film. Ich kannte ihn schon. Habe ihn nur noch mal nach Jahrzehnten nochmal geguckt. Verfluchtes Amsterdam vom Dick Maas. So ein Thriller. Aus, ich glaube, von 88 ist der. Hier im System haben wir auch nichts. Und Moment. Upsa. So, ja, hier im System ist nicht. Ich nehme mal kurz gucke, zwei Biosignale. Es gibt so Vermutungen, dass es keine Bio-Dinger mehr gibt, aber dem kann ich widersprechen. Hier sind diverse. Ah, da landen wir jetzt nicht, wir fliegen weiter. Genau, verfluchtes Amsterdam. Spielt halt in Amsterdam und da treibt ein Taucher in der Krachte sei Unwese und tut des Nachts Leute killen. Und das ist schon die erste große Stärke von dem Film. Das Setting mit Amsterdam und mit dem Taucher in der Krachte, das ist irgendwie einzigartig. Also das verleiht dem Film schon seine ganz eigene Atmosphäre. Allein das ist schon richtig gut. Und dann gibt es noch eine richtig gute Verfolgungsjagd mit Motorboote in der Krachte, das ist auch total witzig gemacht, also nicht ein also gut gemacht, weil Humor hat der Film jetzt nicht so, ja, er hat Humor, und zwar der typische Dick Maas Humor, der den muss man allerdings mögen, der ist ziemlich skurril, wenn man so will, aber, also, wenn er den Film noch nicht kennt, Verfluchtes Amsterdam oder im Original Amsterdamt, auf jeden Fall gucke, der ist richtig gut, also, ja, Dick Maas kann, wenn er will. Der hat ja auch die Familie zum Knutschen hat er ja gemacht und auch Saint. Den fand ich persönlich auch richtig gut. Den kriegt man allerdings irgendwie kaum. Der ist aber auch gut. So der Weihnachtsmann, der Leute killt. Das ist ein sehr kontroverser Film. Aber der ist richtig gut. Nee, und ja, da kann man, da macht man nichts falsch bei dem. Definitiv eine Empfehlung von mir, weil der ihn nicht kennt. Was gab es noch? Oh, dann gab es noch ältere Filme. Und zwar Der Mann mit den Röntgenaugen. Roger Corman. Ja, kann man machen. Man merkt den Film halt anders, als er billig ist. Da geht halt um so einen Arzt, der halt Experimente macht an sich selbst. Mit, ja, im Sehspektrum.
Und dann kann er halt plötzlich mehr als das Licht sehen. Anfangs hat das noch so nette Effekte, sage ich mal, dass er alle Mitmenschen ohne Kleidung sieht. Er kann auch teilweise dann in Leute hingucken, um halt, er ist halt Arzt, das ist halt da praktisch. Und so kann er gucken, was denn fehlt und so ein Kram. Aber ja. Ja. Film ist eigentlich in Ordnung, nur das Drehbuch macht teilweise ein paar Sprünge. Da ist so eine Szene, die halt, also passiert Unfall quasi, Anna stirbt dabei, also nicht beabsichtigt. Und dann gibt es halt einen Cut und um halt die Polizei zu entkommen, versteckt er sich halt auf so einem Jahrmarkt als Wahrsager oder so, als Anna mit Kräfte halt. Weil er halt so durch so Augenbinder hat, die kann er halt durchgucken. Das wirkt alles ein bisschen sprunghaft und ja, ist halt Roger Corman, aber es ist jetzt nicht der schlechteste Film. Das ist so ein Film, der wird ein Remake vertragen, würde ich sagen. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Und er ist relativ konsequent auch, was das Ende angeht, muss man sagen. Insofern kann man durchaus machen. Und dann wird es noch Ecke älter. Und zwar ein ganz großer Klassiker, Alarm im Weltall. Von, wann ist der? 55, 56? Ihr wisst ja, ich habe Fable für die Art von Filme. Das ist auch übrigens der Film, der in Halloween läuft. Also wenn die Laurie beim Tommy ist, Babysitter. Das ist einer von den Filmen, der gerade dort im Fernsehen gezeigt wird. Allerdings die Schwarz-Weiß-Fassung auf der DVD ist die kolorierte drauf, oder auf der Blu-ray besser gesagt. Richtig, richtig, richtig guter Film. Science-Fiction-Film. Einer von den ersten Science-Fiction-Filmen, die quasi ernsthaft waren. Also der nimmt wirklich seit Zuschauer ernst, in dem Rahmen von der 50er halt. Also, und der erzählt auch eine ernsthafte Geschichte. Der ist wirklich echt gut und das so ist entdeckt, das ist ungut, das ist seltsam, aber okay, man könnte immer noch auf Tange. Wir sind schon am Ziel, das ist der MS-Stern. Okay, wir scannen immer noch schnell, da kann ich noch ein bisschen schwärmen. Das ist mit dem berühmten Robbie, mit so einem Roboter, also so Schiff, das halt Richtung Altair flieht, weil dort gab es nur eine Landung vom Schiff und aber mit der Besatzung ist jeder Kontakt verloren gegangen und die soll halt immer in um Rechte gucken. Und dort finden sie halt, dass es scheinbar einen Überlebender gab, der halt empfiehlt, nicht zu landen. Sie landet dann natürlich aber doch und der war Wissenschaftler dort oder ist immer noch, lebt dort mit seiner Tochter und jeder andere ist offenbar durch Monster gestorben und so. Der hat da dann irgendwie dann so Alien-Zivilisation, wo er doch mal gelebt hat. Guck mal, da ist was denn da dran. Ja. Da ist er halt gestoßen und da ist er halt auch der quasi der Roboter her, wenn man so will. Oder ohne Anleitung von denen gebaut, von deiner alten Unterlage von den Aliens. Ein ziemlich intelligenter Roboter, der alles kann. Und genau. Dann hat er noch so einen Twist, den ich nicht erwähnen will, weil der auch wieder absolute Empfehlung, der Film ist richtig gut. Natürlich, das ist ein Film, der kann seine Herkunft nicht leugnen, ist ein Film, ist ein Kind seiner Zeit, wie eigentlich so ziemlich jeder Film. Okay, Ausnahmen gibt es da, aber der merkt es halt, das ist so die 50er Science Fiction, aber der hat was, glaube ich, so viel ich weiß, Leslie Nielsen sei erst die Rolle. Gott, war der noch jung? Also der war auch mal jung. der geht schauspielerisch klar, der Film. Der ist spannend, der hat eine gute Story. Also der ist richtig, richtig gut. Kann ich auch wieder nur empfehlen. Alarm im Weltall. Super, hat mir echt gut gefallen. Ja, was gab es da noch? Das so mal gesehen hat vorhin. Payback gab es noch, genau. Der ist von 98, so um den Dreh, oder Anfang 2000, ich glaube 98, mit Mel Gibson, also Verbrecher, der ist von seiner Kollegin, der Janne verarscht.
suche ich schon die Worte. Und er will halt einfach nur den Anteil von dem Geld quasi haben. Aber ja, genau. Und sein Kollege, der ihn in der Gang hat, hat sich dann wieder bei so einem Syndikat ingekauft, damit er dort mitmischen muss. Also bei der örtlichen Mafia, wie auch immer die dann heißt. Und er ist, das ist so ein ziemlich skurriler Gangsterfilm halt. So skurrile Charaktere und so. Und ziemlich an dem Film gibt es einfach nur Verbrecher, große Verbrecher, dumme Verbrecher, schlaue Verbrecher, aber fast keine normale Leute. hat was, der Film, hat was. Kann man nichts sagen. Habe ich den, war damals auch im Kino, schon lange nicht geguckt, aber ja, der ist nicht schlecht. Payback, kann man auch machen. Nam Zhao, okay. Das ist jetzt schade. Was soll ich machen? Dafür gibt es auch kein, nichts Besonderes irgendwie. Das ist auch sogar schon 2000, 1200 weg. Ja. Gut, schade. Dann, Moment, was bist du? B-Stern, oder? Jo. Hier müssen wir auch noch hin, aber das hier ist 300, 400, am besten sollte man da unten die Abfrühstücke. Ja, das wäre aber besser. Genau, frühstücken wir sie erst die ab und dann geht's zu Michael, seinem Tipp. Damit man da irgendwie ein bisschen Struktur drin hat. Sind wir ja auch, ist ja auch relativ flott. Ja, neun Sprünge. Ah, kommen wir irgendwann noch hin. Kein Problem. Genau, das war so die Ausbeute. Zuletzt wollte ich irgendwas vergessen. Linse gerade mal hin. Was war das sonst noch heute? Anna hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Wollte ich The Reef schon erwähnt. The Reef, Stalk, den habe ich, glaube ich, schon erwähnt in einem High-Film. Glaube ich, das ist schon ein bisschen her, wo ich den nur geguckt habe jetzt. Und falls nicht... Ja, High-Szene okay, Rest nicht okay. Wenn man so will. Jetzt die Objekte oder Zwerg, naja. Genau. Aber ja, ich habe noch ein bisschen aufgerüstet an Blu-rays, weil über die Tage, wenn ich frei habe, ich weiß nicht, irgendwie so, wenn so über die, besonders über Weihnachten, über die Tage halt, da gucke ich ganz gerne ältere Filme und was natürlich auch irgendwie für mich Sinn muss an dem Zeitraum sind Bud Spencer und Terence Hill natürlich. Die gucke ich irgendwie, wer sind das, gerade zwischen den Tagen gerne, muss ich sagen. Und ich habe mir da mal gedacht, was jetzt gedacht, bei dem Black Friday Deal ist mir das so über den Weg gestolpert. Die große Plattfußbox. Das ist ja nur Bud Spencer alleine, aber die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Da dachte ich mir, komm, egal, die hole ich gerade mal. Denn vier Filme. Und das werde ich mir auf jeden Fall über die Tage zu Gemüte führen. Das kann ja nur gut sein. Und natürlich habe ich die Alga schon mal gesehen, aber halt. Ewig lang her. Das müsste eigentlich der Film sein, wo so am Schluss alle gar am großen Tisch Hocke und Spaghetti futter. Wo er generell spielt, viel Spaghetti futtert. Die erste Blattfuß. Ja. Müsste er eigentlich sein. Nur so zum Test. Auch Bio. Hm, okay. Ich würde sagen, eventuell machen wir unterwegs nochmal. Roter Zwerg. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. No. Mag ihn nicht. Ich will andere Sterne. Ja, Moment. So. Ja, das sind so jetzt wieder neun Filme, das auch, aber neun Sprünge. Hallo? Nee, jetzt F-Stern, genau.
will jetzt einfach die rote Zwerge ein bisschen umgehen. Können auch noch ein bisschen was scannen dann eventuell. Gut, in der Folge jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber gucke. Genau, das hatte ich mal so für die Tage überlegt. Und dann habe ich noch so eine Reihe. 48 Stunden und wieder 48 Stunden. Eddie Murphy, Nick Nolte. Die kenne ich nicht. Das ist noch so eine Bildungslücke. Dann dachte ich mir, das kann der Abgradmuschel lesen. Ja, und mal gucken, was so zwischen Tage kommt. Vielleicht sollte ich auch nochmal irgendwann Hitchcock gucken. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Aber irgend so, keine Ahnung, irgend 55er, 60er rum. Das ist ja doch schon Stil. Ach, da kommt doch auch an Weihnachten bestimmt wieder sowas. Gibt es noch einige, die ich gerne mal gucken will. Muss ich sagen. Oh, hier ist gar nichts. Der Operation Petticoat. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt. Das ist so, war mit so U-Boot, aber auch so ein bisschen flüchtig gemacht. Den müsste ich mal gucken. Ja, das sind doch immer so Dinger, die auch gerne mal über die Tage kommen. Ich muss Auge fallen. Und natürlich Tubi TV. das hier, ich hatte es schon mal erwähnt, das ist so, irgendwie habe ich den Eindruck, das ist so das Netzkino von Amerika. Netzkino kennt ihr ja hoffentlich, der unter anderem auch YouTube-Kanal, wo es halt wirklich legal die Filme gibt. Also halt natürlich übelst viel Trash und auch wirklich übler Trash, manchmal auch guter. Ab und zu versteckt sich auch mal guter Film, aber halt Tubi TV, die haben auch wirklich gute Filme dabei, muss man sagen. Aber man braucht halt VPN. Geht halt anders Standard. Aber da habe ich mir auch diverse Dinge rausgeschrieben, die ich mal gucken will. Beziehungsweise Letterboxd hat mir das angezeigt, dass die da verfügbar sind. Und da muss ich mich auch mal austoben. Trailer Park Shark ist auch so ein Ding. Das muss ich unbedingt mal gucken. Da habe ich nirgends bis jetzt gefunden. Bei Tubi ist er. Das wird auch so total übel sein. Aber ja, bei Haie kann ich nicht anders starten. Geht nicht. So, das hier alles bei dem D-Stern ist es ein bisschen suboptimal. Wie weit bin ich denn überhaupt weg? 162.000. Naja. Gut. Also, falls hier was wäre, würde man die Folge eh nicht mehr anfliegen. Logisch. Das ist alles wirklich im D-Stern. Fantastisch. Fantastisch. Nö, da wollen wir nichts mehr. Aber ich würde sagen, wir haben dann genug für heute. Wir haben das noch kein Bild, aber ja. Und dann nehmen wir halt die Keyback im All. Gut, dann würde ich doch mal sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.